Hallo, 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 hier ist wieder Schoki Banoki mit Daily, deiner Tagesdosis Angeberwissen. Heute zu Gast hier im Studio ist der Gonzales von dem YouTube-Kanal Gonzales und Clint. So sieht's aus. Moin Moin. Tag. Ja, normalerweise sind das ja Let's Player, die machen dann irgendwie so Pokémon und FIFA spielt ihr immer, ne? Ja. Und was uns sonst noch so spontan einfällt, aber momentan sind wir eigentlich immer darauf eingestellt. Ja, und quatschen immer ganz lustig, deswegen haben wir bei Schoki Banoki gesagt, die laden wir mal zu uns ein und dann machen wir mal Daily mit denen gemeinsam und ganz viele andere Sachen natürlich auch, sehr klar. Ja, wir haben heute den 10. August und am 10. August hat Geburtstag, Achtung, Antonio Banderas. Antonio Banderas. Wer kennt ihn nicht? Du musst es mit einem Lispeln musst du sagen. Antonio Banderas, der gute Mann. Du heißt ja Gonzales, ne? Warum heißt er nicht Gonzales? Ja, das hat was mit Alkohol zu tun. Aha, okay, ja, ich verstehe. Fußball, Alkohol, weißt du, wie das Fußball, Ficken, Alkohol, kennst du das? Ja. Das ist so ein Spruch. Also ich habe das nicht erfunden. Na, sagt man so. Da hast du doch bestimmt Copyright drauf. Ja, das wäre schön. Antonio Banderas und am 1903, am 10. August, ist in der Pariser Metro ein Brand ausgebrochen. Oh. Ach du meine Güte. Ja, das war 1903. Und da sind 100 Menschen ums Leben gekommen, aber das war so richtig krass damals, weil die ganze Metro da irgendwie so gebrannt hat. Das war ein riesen Ding 1903, am 10. August. Donnerwetter. Und am 10. August war noch was? Ja, leider bleiben wir bei den schlechten Nachrichten. Ah. Und zwar ist da jetzt seit 2009 der Gedenktag in Vietnam für den sogenannten Orange Day. Ja, zwar, es gab früher die Agent Orange Opfer und am 10. August 1961 versprühte die US-Luftwaffe zum ersten Mal Pflanzenvernichtungsmittel über Vietnam. Und zwar, damit die Vietnamesen nichts mehr zu essen haben. Ja. Grob gesagt. Ja. Nicht nett. Die Amis mal wieder. Ja. Ja. Naja, am 10. August ist aber auch noch ein Film herausgekommen. Ich bin mal gespannt, ob du den kennst. Ach du meine Güte. Kennst du License to Kill? James Bond kenne ich. Kennst du alle? Meine Telefonnummer endet mit 007. Aha. Interessant. Ist wirklich so. Echt? Ja. Nee, ohne Scheiß. Aber schwöre. Zufall. Oder Abschluss. Ja, nee, das war, wurde sehr gefeiert im Telekom-Shop. Ja? Ja. Dem Gonzales, den geben wir die 007. Ja, der ist so cool. Der ist so ultra. Das ist so ein Agent. Definitiv. Oder heißt das Patient? Nee, Agent. Ja. Verkaufen wir das als Agent, der freut sich. Ja, das war der 10. August. Wenn ihr wollt, geht jetzt auf seinen Kanal, Gonzales und Clint. Und morgen sehen wir uns wieder. Cheerio, Miss Sophie. Auf Wiedersehen.